So, wir sind zurück aus der Umbaupause und begrüßen jetzt als nächstes den Vicky, auch einen lieben Kollegen von uns, der uns über die Google Cloud und das aktuelle Datenschutzrecht aufklären wird. Also viel Spaß bei seinem Talk. Ja, dann auch einen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Und ja, meine Folien sieht man? Jawohl. Jawohl, super. Ja, wie schon einladend gesagt, Vicky Schörder mein Name und ich werde heute ein bisschen was zu dem aktuellen Recht hinsichtlich der US-Cloud erzählen, weil da ist ja in letzter Zeit einiges passiert und Schuld daran ist eigentlich folgender Fakt. There is no cloud, it's just someone else's computer. Es ist einfach so, dass die Cloud ein Computer eines anderen ist und wann immer man Daten, personenbezogene Daten in eine Cloud gibt, erwachsen aus dem Datenschutzrecht ein paar Pflichten, die man erstmal abarbeiten muss, um dann eine Übertragung zu machen. Das wurde jetzt aber durch ein junges Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Juli ein bisschen schwerer, denn ja, der Herr Schrems aus Österreich war zum zweiten Mal erfolgreich im Verfahren, in dem ewigen Verfahren Schrems gegen Facebook. Zunächst einmal ist das Safe Harbor Vereinbarung gefallen, jetzt 2020 auch das sogenannte EU-US Privacy Shield. Und was daraus jetzt für Konsequenzen für die Praxis erwachsen, darüber ist jetzt in der Rechtswelt natürlich ja, eine rege Diskussion, denn es ist da so ein gewisses Vakuum auf einmal entstanden. Und wann eine Nachfolgevereinbarung zu dem Privacy Shield kommen kann, das steht noch in den Sternen. Aber ja, kommen wir zunächst zu was Schönerem. Wiesbaden, eine wunderschöne grüne Stadt mit viel Kultur, viel schöner Architektur. Cybert Media sitzt dort und auch meine Wenigkeit befindet sich dort. Wenn Sie also Lust haben, nach der Corona-Zeit dann mal wieder in Wiesbaden vorbeizuschauen, können Sie sich gerne an Cybert Media oder auch mich wenden, falls Sie einfach mal ein bisschen was Schönes sehen möchten oder Fragen zum Recht haben, beziehungsweise bei Cybert Media zu Google-Produkten oder sonstigen Produkten. Ich habe in Mainz und Frankfurt studiert, sowie in Los Angeles und Frankfurt mein Referendariat gemacht. Dort war ich in der Medienrechtskanzlei. Das war eine tolle Zeit. Und direkt anschließend habe ich mich selbstständig gemacht. Ich berate Unternehmen jeder Größe, aktuell auch einen sehr großen DAX-registrierten Konzern. Und es dreht sich dabei halt immer um Vertragsangelegenheiten, also Vertragsprüfungen, Gestaltung und Verhandlungen. Und dann halt auch Rechtsstreitigkeiten im Wirtschaftsrecht, also Gesellschaftsrecht, Wettbewerbsrecht, gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Lizenzrechte, IT- und Internetrecht und Datenschutzrecht, was ja heute auch das Thema ist. Und daneben bin ich noch Lehrbeauftragter an der Hochschule Fresenius für Digital, IT und Medienrecht. Man findet mich auf LinkedIn und auf Sync und schreiben kann man mir an der rechtsstehenden E-Mail-Adresse oder auch an der Telefonnummer, die dort angegeben ist, anrufen. Das Thema heißt heute die US-Cloud, denn da ist halt einfach das Problem jetzt aktuell. Und die DSGVO, auch im Englischen GDPR genannt, nach dem Wegfall des EU-US Privacy Shields. Und ich habe bewusst US-Cloud gesagt, denn es ist egal, wer der Anbieter ist. Das kann Facebook sein, das kann Microsoft sein, das kann Google sein oder ein sonstiger beliebiger US-Anbieter, der Cloud-Dienste anbietet und zuvor in einem Privacy Shield registriert war, sodass sozusagen eine Übertragung halt auch in die USA ohne eine besondere weitere Prüfung hinsichtlich der Datensicherheit durch die einzelnen Exporteure gemacht werden musste, möglich war.
Kurze Vorbemerkung, der Vortrag ist keine Einzelfallprüfung und Beratung. Da wenden Sie sich bitte an einen Anwalt Ihres Vertrauens. Er gibt lediglich einen Überblick über die aktuelle rege Diskussion, die in der Rechtswissenschaft nach Wegfall des Privacy Shields entstanden ist, bezüglich der Datenübertragung zu Cloud-Anbietern aus den USA. Und das ist die Agenda heute, die wir besprechen wollen. Also wann muss ich denn überhaupt Datenschutzrecht beachten? Was sind denn da so die wesentlichen Grundsätze? Und dann kommen wir halt auch zu dem dritten Punkt, wo derzeit auf jeden Fall ganz viel Pfeffer drauf gestreut wird quasi. Grundsätze für die Übermittlung von Daten in Drittstaaten hier in Bezug auf die USA. Und natürlich, sobald man personenbezogene Daten weitergibt an jemanden Dritten, dann hat man ein Auftragsverhältnis zu dem Dritten. Und für diese Auftragsverhältnisse muss man halt auch nochmal Grundsätze der Auftragsverarbeitung beachten. Das gilt aber unabhängig davon, ob der Auftragnehmer in den USA sitzt oder in Deutschland oder in Frankreich. Das ist immer der Fall. Als Drittstaaten werden halt diejenigen Staaten verstanden, die nicht in der EU sitzen oder in dem EWR-Staaten. Und dann können wir ja auch direkt lossteigen. Also Anwendbarkeit des Datenschutzrechts. Wann ist denn die DSGVO überhaupt anwendbar und wann kann ich einfach die DSGVO zur Seite schieben? Und da ist es im Prinzip so, soweit man den rein familiären oder persönlichen Bereich verlässt in Bezug auf Verarbeitung von personenbezogenen Daten, ist die DSGVO schon einschlägig. Das heißt also schon sehr, sehr, sehr früh, in dem Moment, wo man vielleicht gerade auch versucht, ein Business aufzubauen, wo vielleicht noch nicht mal eine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt, wo vielleicht auch noch keine Gewinne vorliegen, aber wenn man sich außerhalb des rein familiären, persönlichen Bereiches bewegt und mit Daten hantiert, ist man in der DSGVO schon drinne. Auch wenn ein Anbieter, der nicht in der EU sitzt, mit personenbezogenen Daten von Europäern arbeitet, für den gilt die DSGVO auch. Und verarbeiten, das gilt nach der Definition von der DSGVO. Ich werde keine Paragraphen in den Vortrag nennen. Der Vortrag richtet sich nicht an Juristen. Ich werde also nicht auf Paragraphen rumreiten und ich werde auch keine Mindermeinungen erzählen, sondern das, was sozusagen die herrschende Meinung in der Rechtswelt aktuell diskutiert. Und nach einer Definition in der Datenschutzgrundverordnung ist die Verarbeitung schon das bloße Lesen eines Datums. Ja, also man muss nicht irgendwie sammeln und erst irgendwie in einem System speichern etc. Nein, allein schon irgendwie auf dem Blatt Papier, was auf dem Tisch liegt und es kommt ein Kunde vorbei und liest das, ist schon eine Datenverarbeitung. Aber auch wenn ich schon selbst im Prinzip lese, ist es eine Datenverarbeitung. Und das müssen aber personenbezogene Daten immer sein. Das heißt, eine natürliche Person muss betroffen sein und da reicht dafür schon der Faktor aus, dass zumindest diese Person identifizierbar wird. Ja, also etwa zum Beispiel über verschiedene Parameter, die dann vielleicht doch zu einer Person führen, wie Tracking oder IP-Adressen, die zumindest einem abgrenzbaren Personenkreis zugeordnet werden können. Die Identifizierbarkeit reicht aus, also auch aus den Umständen heraus. Ja? Etwa zum Beispiel, wenn man einen stadtbekannten Diskothekenbetreiber hat, der immer in dem Tigerpelz rumläuft und davon wird ein Foto gemacht und veröffentlicht und jeder weiß, wer dieser Tigerpelzträger ist. Das reicht im Prinzip auch schon aus für Personenbezogenheit. Ja? Jedenfalls aber dann immer, wenn man Namen, Geburtstag, Kontaktdaten etc. verwendet, ist unzweifelhaft ein personenbezogenes Datum geben. Und selbst wenn man Bilder macht, und ich habe eben gerade schon erzählt, also die Identifizierbarkeit aus den näheren Umständen reicht dann gegebenenfalls auch schon aus, oder Videos macht, ist die DSGVO auch schon einschlägig. Das heißt, wenn ich also nicht mit personenbezogenen Daten arbeite, sondern einfach nur irgendwelche Nummern etc. habe, irgendwelche reinen Geschäftsinformationen, wo kein Name drin vorkommt, dann ist die DSGVO sowieso außen vor. Das muss dann jedes Unternehmen jetzt aktuell für sich überlegen. Was verarbeitet sie da? Wenn da keine personenbezogenen Daten drin sind, dann kann man die DSGVO zur Seite legen.
Hat man aber personenbezogene Daten, dann muss man ein bisschen weiter prüfen, wie aktuell zu verfahren ist. Und da ist es so, grundsätzlich ist die Datenverarbeitung nach der DSGVO verboten, es sei denn, es liegen ein paar Erlaubnisgründe vor. Zunächst einmal muss man die Betroffenen über die Datenverarbeitung informieren, insbesondere halt auch über den Zweck der Datenverarbeitung, zu welchem Zweck verarbeite ich welches Datum, wie lange, warum. Das heißt, bevor man mit der Datenverarbeitung anfängt, muss informiert werden. Und dann braucht man halt noch einen Erlaubnisgrund. Die DSGVO kennt 3, 4 für die Praxis relevante Sachen, wie zum Beispiel die Einwilligung des Betroffenen. Die muss aber freiwillig erteilt worden sein und auf Grundlage einer ausreichenden und fairen Information über die Datenverarbeitung. Nachteil ist bei der Einwilligung, dass sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Was auch geht, was jetzt hier nicht explizit aufgezählt ist, natürlich Datenverarbeitung für die Zwecke eines Vertrages. Ja, also zum Beispiel, wenn ich Reisen anbiete und mein Kunde möchte in die USA reisen, dann ist natürlich klar, ich muss, wenn Corona vorbei ist, der Kunde möchte in die USA reisen und er bucht ein Hotel über mich und bucht einen Mietwagen, da muss ich natürlich auch das Hotel und die Mietwagenfirma einschalten und die Daten weitergeben. Dann würde das Ganze halt über die Erfüllung des Vertrages dann schon laufen. Ja? Was häufig gemacht wird, gerade auch in Bezug auf kritische Cookies, die Tracking ermöglichen oder Profiling ermöglichen, wenn Sie hier weiter surfen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Wir schützen, dass unser berechtigtes Interesse Ihnen ein tolles Nutzungserlebnis zu ermöglichen. Eher kritisch, gerade bei Tracking- und Profiling-Cookies ist die Rechtsprechung ganz eindeutig, auch die oberste Rechtsprechung, da braucht man vorab eine Consent. Und zwar nicht schon mittels vorausgewählten Kästchen, sondern Opt-in-Kästchen. Jedenfalls bei berechtigtem Interesse außerhalb von Tracking und Profiling, da ist eine Abwägung mit Gegeninteressen des Betroffenen halt auch wichtig. Ja, da kann man nicht einfach sagen, meine wirtschaftlichen Interessen sind per se mindestens genauso wichtig wie dein Interesse auf Anonymität und den Schutz deiner Privatsphäre oder deiner personenbezogenen Daten. Nee, da muss man im Einzelfall eine Abwägung machen, welche Daten verwende ich. Könnte bei kritisch sein. Bei Kinderdaten jedenfalls gibt es zum Beispiel auch Daten besonderen Typs, wie etwa Gesundheitsdaten über Sexualität, über Gewerkschaftsangehörigkeiten, über politische Tätigkeiten. Da braucht man grundsätzlich immer eine Einwilligung und kann es nicht auf die berechtigten Interessen schieben, ja. Und ein paar weitere wichtige Grundsätze, die DSGVO nennt, sind Datensparsamkeit, also nur Daten, die erforderlich sind, oder die Speicherbegrenzung. Bitte benutze die Daten doch nur so lange, wie es dein Zweck erfordert, und lösche sie danach. Es sei denn, es liegen ausnahmsweise mal Speichergründe vor, aufgrund von Gesetzen, wie zum Beispiel, dass man nach Steuer- und Handelsgesetzen Geschäftspapiere aufheben muss für eine Dauer zwischen 6 und 10 Jahren. Dann kann man natürlich solche Geschäftspapiere aufheben, aber man darf damit halt nichts anderes machen, wenn vorher der Zweck war, dass man im Prinzip ein Paket zusendet und man hat vorher auch noch eine Einwilligung für Werbung bekommen und die Einwilligung für Werbung wurde zurückgezogen. Dann kann man aber zumindest die Rechnungen etc. aufheben. Alles muss man nicht sofort löschen. Und es gibt halt auch mit der DSGVO Rechenschaftspflichten des Verantwortlichen. Das heißt, der Verantwortliche muss nachweisen, dass er die Grundsätze der DSGVO einhält, dass er informiert hat, dass er auf die Zwecke hingewiesen hat, auf die betroffenen Rechte hingewiesen hat, Löschfristen zumindest umrissen hat, wo keine festen Daten genannt werden können, und dass er ansonsten halt die DSGVO einhält. Und natürlich soll für Datensicherheit halt auch gesorgt werden, ja, indem man technische und organisatorische Maßnahmen ergreift, die eine Datensicherheit gewährleisten. So viel mal zu den wesentlichen Aspekten für die Grundsätze einer Datenverarbeitung. Kommen wir jetzt zu den Grundsätzen für die Übermittlung von Daten in Drittstaaten. Die USA ist ein Drittstaat und wie gesagt, seit dem EuGH-Urteil
das durch Herrn Schrems erwirkt wurde, ist der Privacy Shield weggefallen und die Brücke, ich nenne mal das Privacy Shield die Brücke von, die transatlantische Brücke von der EU in die USA, ist damit weggefallen. Eigentlich wollte der Herr Schrems die Übertragung von Daten, die bei Facebook liegen, über die sogenannten Standardvertragsklauseln, also die heißen aktuell Standarddatenschutzklauseln, verhindern. In diesem Zuge hat der EuGH halt auch entschieden, die EU-US Privacy Shield, dieses Abkommen, das ist nicht ganz sicher, weil in den USA zum Beispiel etwaige Gesetze bestehen zu der Sicherheit, der nationalen Sicherheit. Die ermöglichen es, dass dort die Sicherheitsbehörden auf Daten zugreifen können. Und da sagte der EuGH, ohne dass ich jetzt irgendwelche Paragraphen nenne, ja, das Recht auf Privatsphäre wird durch das Privacy Shield nicht richtig geschützt. Und das Recht auf der Recht auf Datenschutz wird nicht richtig geschützt. Die Betroffenen haben halt auch keine wirksamen Rechtsmittel, um dagegen vorzugehen. Das wird alles durch die EU-Privacy nicht gewährleistet. Insofern ist dieses Abkommen für rechtswidrig zu erklären und hat es halt im Zuge dessen aufgehoben. Der Herr Schrems wollte aber eigentlich, dass der EuGH sich zu den Standardvertragsklauseln bezieht und dieses kleine, ja, sage ich mal, Rettungsboot bei dem untersinkenden Schiff des Privacy Shields hat der EuGH noch übrig gelassen. Er sagte, die Standarddatenschutzklauseln, die die EU auch auf ihren EU-Kommissionsseiten anbietet, in allen europäischen Sprachen, kann man sich runterladen und an den Verarbeiter in Ausland schicken. Das bedeutet nicht nur in den USA, sondern Indien, Australien, wo auch immer. Wo im Prinzip nicht so eine Shield-Vereinbarung besteht, muss man diese benutzen. So Vereinbarungen bestehen aktuell zum Beispiel noch mit Kanada oder mit der Schweiz. Da braucht man die Standarddatenschutzklauseln nicht. Aber ansonsten kann man die dort runterladen und an Staaten schicken, mit denen kein Abkommen besteht. Der EuGH sagt aber halt auch, dass die Standarddatenschutzklauseln alleine so nicht reichen, ja, sondern es müssen halt auch zusätzliche Garantien eingeholt werden. Grundsätzlich kann man sich also auch bei der Übertragung von Daten in Drittstaaten merken, Drittstaaten ohne gleichwertigen Schutzniveau verglichen zur EU dürfen bei der Datenübertragung nicht einfach ausgewählt werden. Ja, da ist es verboten, eigentlich grundsätzlich Daten zu verarbeiten. Es sei denn, wie gesagt, es besteht ein Abkommen zwischen der EU und dem Drittland. Das bestand in der USA mit dem Privacy Shield. Das hat der EuGH kassiert. Ja, und auch früher schon, und deswegen hier noch das und oder, auch früher schon waren die Standarddatenschutzklauseln möglich. Das ist jetzt aber das einzige Rettungsboot, was man jetzt noch hat. Die werden, wie gesagt, von der EU-Kommission angeboten auf der Homepage und können benutzt werden. Viele große Anbieter haben aber die Datenschutzklauseln auch schon bereits in ihren Programmen schon bereits implementiert und man kann diesen zustimmen. Das Problem, was dabei aber jetzt entstanden ist, dass der EuGH sagt, man muss zusätzliche Garantien sicherstellen, bevor man auch auf Grundlage der Datenschutzklauseln seine Daten dahin überträgt, denn die Datenschutzklauseln ist so gesehen, wenn man da nicht auf zusätzliche Garantien achtet, eigentlich ein zahnloser Papiertiger. Das heißt, man muss den Anbieter auch in regelmäßigen Abständen überprüfen, wie er denn den Datenschutz gewährleistet, wie er denn Anfragen von Behörden oder sonstigen Einrichtungen abwehrt, ob er sie abwehrt, welche vertraglichen Übereinstimmungen getroffen worden mit dem Anbieter, um solche Anfragen zu blockieren. Das muss der Anbieter quasi so in regelmäßigen Abständen sich informieren. Und wie gesagt, ich bin kein Anwalt, der sagt, bitte machen Sie es nicht, sondern ich werde jetzt hier so ein paar
Hinweise geben, wie man es noch irgendwie machen kann. Ob es letztendlich total safe ist, das steht einfach in den Sternen. Also da kann ich halt auch nicht in die Glaskugel schauen. Aktuell ist es zumindest noch so, die Datenschutzbehörden in Deutschland halten sich eigentlich weitestgehend zurück. Viele Behörden benutzen selbst noch Cloud-Dienste von bekannten Office-Produktherstellern. Die sind selber genauso in der Bredouille. Mir ist zumindest noch kein Präzedenzfall bekannt, wo sie jetzt nach dem Wegfall des Privacy Shields jetzt hart vorgegangen werden. Denn die wissen genau, da besteht jetzt irgendwie einfach ein Vakuum und keiner weiß sich daraus so richtig zu helfen. Jedenfalls, wenn man Daten in Drittstaaten überträgt, muss man aber trotzdem auch den Betroffenen gleichwohl auch über diesen Absicht und über die dortigen Anbieter auch informieren. Und auch da bedarf es eigentlich eines Erlaubnisgrundes, wie etwa wegen Vertrag oder weil eine Einwilligung vorliegt und vielleicht ganz ausnahmsweise mal halt berechtigte Interessen, wenn, keine Ahnung, vielleicht irgendwie Peter Müller at XAG benutzt würde, da könnte wohl im geschäftlichen Umfeld, wo es halt dann nicht so richtig um ganz private Sachen geht, außer dass der Bezug zu einer Firma vielleicht hergestellt werden kann, könnte man das wohl auch auf ein berechtigtes Interesse stützen. Wichtiger ist aber zuvor noch, dass man die Datenschutzklauseln mit den verschiedenen Garantien verseht, die der EuGH so umrissen hat. Und das bedeutet, dass der Abschluss von den Datenschutzklauseln alleine nicht reicht, sagt der EuGH, sondern man muss zusätzliche Garantien vereinbaren. Und da wird aktuell in der herrschenden Ansicht in der Rechtswissenschaften werden folgende Lösungen erörtert. Man möge doch vorab diverse Fragen an den Anbieter bezüglich des Datenschutzes hinschicken. Also insbesondere, ob dieser Anbieter einer Pflicht zur Datenweitergabe in seinem Land gegenüber Behörden hat. Ja, also ob es eine Pflicht, ob er einer Pflicht unterliegt, Daten an Behörden weiterzugeben, an welche Behörden, wie oft wurde in der Vergangenheit schon Daten an Behörden weitergegeben, wie oft sind in diesem Jahr Anfragen von Behörden reingekommen, welche Maßnahmen unternimmst du, lieber Anbieter, um Behördenanfragen abzuwehren, sind das berechtigte Behördenmaßnahmen, sind die verhältnismäßig, gibt es wirklich einen einzelfallbezogenen Rechtsgrund oder gibt es vielleicht auch einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss, weil wirklich vielleicht ein Terrorist gesucht wird, wo nach Ausschöpfen vieler anderer Möglichkeiten der Ermittlungsbehörden das jetzt sozusagen als Weg übrig bleibt und es gibt einen Durchsuchungsbeschluss etwa. Solche Fragen kann man schicken und dann gucken anhand dieser Fragen, okay, das macht er, diese Pflicht unterliegt er zwar, er muss gegebenenfalls Daten weitergeben, aber er gibt die Daten nur vielleicht weiter, wenn erstmal der Rechtsweg erschöpft wurde, ja, dass er sich halt auch mit Klagen dadurch wehrt. Und des Weiteren sollte man halt auch den Anbieter fragen, ob er, wenn schon in den Datenschutzklauseln eventuell noch nicht schon drinne, ob er zusätzliche Bestimmungen in den Vertrag aufnehmen möchte, wie etwa, dass er den Rechtsweg erschöpft, wie etwa, dass er, wenn eine Anfrage kommt von einer Behörde, dass er die Daten sofort löscht und vorher vor dem Löschen natürlich nochmal zur Sicherheit an den Exporteur zurückgibt, sofern dort gesetzlich zulässig. Ja, etwa, dass er eine Vertragsstrafe akzeptiert, zumindest aber eine Schadensersatzklausel, die besagt, dass sollte es im Falle einer Herausgabe von personenbezogenen Daten zu einem Bußgeld bei mir kommen, du in der Pflicht bist, diesen zu ersetzen. Ja, also eine Freistellungsklausel, ob er bereit ist, so etwas zu übernehmen. Und dann kann man an dem Verhalten sozusagen des Anbieters eine Risikobewertung durchführen und überlegen, ob dann sozusagen die Übertragung vertretbar ist, je nachdem,
wie der Anbieter zeigt, was er denn alles unternimmt, um unzulässige Behördenanfragen oder überhaupt Behördenanfragen, die meinetwegen auch zulässig sein sollen, abzuwehren erstmal, ja. Und natürlich geht halt auch eine Übertragung mit der Einwilligung, die ist aber häufig problematisch, insbesondere was die Freiwilligkeit angeht, bei Unteroberordnungsverhältnissen wie aus Arbeitsverhältnissen und halt auch, weil die Einwilligung auf eine profunde Information beruhen muss. Da muss man also halt eigentlich im Einzelnen wissen, was macht denn mein Importeur alles mit den Daten. Allein die Einwilligung, sich darauf zu schützen, ist schwierig. Besser ist es halt wirklich, wie gesagt, über die Standarddatenschutzklauseln ein paar zusätzliche Garantien aufzunehmen, die im Prinzip sicherstellen, dass nicht immer sofort herausgegeben werden die Daten, dass der Rechtsweg erschöpft wird, dass mögliche Vertragsstrafen akzeptiert werden, dass die Daten, bevor sie herausgegeben werden, müssen schon gelöscht und zurückgegeben werden. Solche Dinge sollten eigentlich erreicht werden, um dann sozusagen die Datenschutzklauseln mit den zusätzlichen Garantien auch zu haben. Was man natürlich auch in Erwägung ziehen kann, dass man Daten verschlüsselt, bevor man sie dahin versendet. Ja, also irgendwelche Verschlüsselungen, am sichersten End-to-End Verschlüsselung, oder dass man Daten halt generell schon entkryptet auch, ja, ohne dass dem Anbieter der Schlüssel vorliegt, oder anonymisiert, ohne dass dem dortigen Importeur die Möglichkeit vorliegt, das wieder rückzuwandeln oder pseudonymisieren, ja. Möglicherweise, dass man in Dokumenten halt nicht mehr Namen benennt, sondern Chiffrennummern oder Matrikelnummern meinetwegen, dann kann man im Prinzip ja sagen, hey, ich habe gar keine Daten verarbeitet, sondern das ist anonym, das ist pseudonymisiert, der Anbieter hat keine Möglichkeit, meine Pseudonymisierung wieder aufzuheben. In solchen Fällen ist natürlich der Datenschutz generell außen vor. Ja? Also das sind jetzt aktuell so die möglichen Wege, die man hat, um trotzdem noch die Daten, die Brücke wieder aufzubauen zwischen der EU und der USA. Völlig ausgeschlossen ist es also nicht. Das ist jetzt halt einfach ein bisschen mit bisschen mehr Aufwand behoben. Ja, früher gab es das Privacy Shield, da musste die EU regelmäßig einfach prüfen, ob das Privacy Shield den Datenschutz genug schützt. Mittlerweile muss man das sozusagen selber machen. Es ist ein etwas größerer Aufwand entstanden. Ganz unmöglich ist es, wie gesagt, wenn man so die Grundsätze, die jetzt hier so stehen, die in der Rechtswelt halt auch diskutiert werden, ist es nicht. Und das sind halt auch die Hinweise der herrschenden Ansicht der Rechtswissenschaft. Es gibt ein paar Mindermeinungen, die halt auch nochmal sagen, über einen Ausnahmeartikel, das ist der 49, wäre eine Übertragung möglich, aber da wird von der überwiegenden Ansicht ganz dringend so abgeraten. Diese Ausnahmeartikel sind eng auszulegen und die betreffen eigentlich auch nur eine Einzelfallübertragung aus besonderem Grund, um etwa einem Verzug vorzukommen, und können nicht eine allgemeine Datenfluss schützen, so die herrschende Ansicht. Ja, so viel zu den zusätzlichen Garantien, die man jetzt bedenken sollte, wenn nicht schon in den Standarddatenschutzklauseln enthalten sind. Wenn man also alte Standarddatenschutzklauseln mit den Anbietern hat, die auf Aktualität prüfen, aktuelle, die man noch abschließt, gucken, ob die solche Sachen schon bereits enthalten. Denn die Standarddatenschutzklauseln sehen auf jeden Fall eine Öffnung vor, dass zusätzliche Vereinbarungen, die die Standarddatenschutzklauseln ergänzen, gemacht werden dürfen. Dann auf jeden Fall schauen, ob man mit den Anbietern zusätzliche Vereinbarungen hinkriegt. Im Übrigen überlegt die EU-Kommission aktuell halt auch bis zum Ende des Jahres die Standarddatenschutzklauseln zu aktualisieren. Die sind also jetzt gerade noch in der Entwicklung. Man muss dann schauen, wie die dann im Ende des Jahres aussehen werden, ob die dann schon bereits vielleicht diese zusätzlichen Garantien schon enthalten und ob diese Standarddatenschutzklauseln dann durch die großen Cloud-Anbieter aus der USA dann halt auch eins zu eins übernommen werden. Das muss man noch abwarten. Gut, so viel dazu. Dann natürlich hat man halt wann immer, wann einen dritten Einsatz hat man einen Auftragnehmer, und es kommen die Grundsätze der Auftragsverarbeitung noch auf.
Das bedeutet, man muss mit den Anbietern einen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen, ein DPA oder AVV auch genannt, also Data Protection Agreement. Und Regelungsinhalt dieses AVVs ist in der Regel halt immer Einhaltung der DSGVO-Pflichten und dass der Anbieter adäquate technische und organisatorische Maßnahmen bereitstellt, welche die Personen schützen, welche auch die Sicherheit gewährleisten. Und das ist bei den großen Anbietern in den USA definitiv, glaube ich, sicherer als bei vielen Anbietern in Europa und bei sich selbst ohnehin, denn die Unternehmen reichlich Audits und lassen sich nach allen möglichen Diensten auch zertifizieren. Sicherheitstechnisch, glaube ich, kann man denen nichts vorwerfen. Ansonsten die Maßnahmen, die sonst technisch ergriffen werden, oder organisatorisch benutzt werden, um Daten zu schützen. Dass eine Verarbeitung nur nach Weisung des Verantwortlichen erfolgen soll, möglicherweise auch halt mit Auditrechten, die man nicht in eigener Person unbedingt vornehmen muss, sondern man kann halt auch, wenn im Vertrag vor allen Dingen das auch nicht ausgeschlossen wird, auch Dritte die Auditrechte vornehmen lassen. Und was natürlich ein I-Pünktchen ist, die Freistellung von Schadensersatz bei Datenschutzverstößen durch den Auftragnehmer. Dieser Auftragsverarbeitungsvertrag muss nicht zwingend papierlich abgeschlossen werden, sondern ist auch online möglich. Das sieht die DSGVO auch vor. Viele große Anbieter haben aber die Auftragsverarbeitungsvereinbarungen auch schon in ihren Produkten schon auch implementiert, sodass man sie nur prüfen muss und annehmen kann, wenn man sie entweder selbst geprüft hat, wenn man genug Kenntnisse hat oder durch einen Anwalt seines Vertrauens. So, dann war es das auch schon von mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sie finden mich bei LinkedIn und bei Xing, sowie halt auch hier unter diesen angegebenen Kontaktdaten. Und ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen in dieser aktuellen Vakuumlage. Vielen lieben Dank. Vielen Dank an dich, Vicky, dass du in ein, denke ich, durchaus komplexes Thema ein bisschen Licht reingebracht hast. Man muss ja sagen, wir haben ja auch schon eine längere Tour gemeinsam hinter uns, gerade als GDPR neu war, also die DSGVO rauskam. Da war natürlich sehr reges Interesse auch bereits, aber es ist doch ein Dauerbrenner jetzt auch in der aktuellen Situation. Absolut, es ist noch schlimmer geworden als damals, ne? Ich versuche mal kurz einen Aspekt wiederzugeben, weil es sind ja verschiedene Aspekte, die du jetzt auch abgedeckt hast. Aber das bedeutet quasi AVV und GDPR-Compliance oder DSGVO-Compliance quasi brauche ich immer. Und der Aspekt der Standardvertragsklauseln kommt eben dann ins Spiel, wenn ich eine Übertragung von Daten in Drittstaaten habe. Genau, richtig. Ja. Also genau, wenn ich Auftragnehmer habe, grundsätzlich an die ich Daten weitergebe, es kann halt auch jemand in Deutschland sein, mit dem muss ich halt immer ein AVV abschließen. Genau. Genau, das heißt, da kann ich gucken, ob ein Anbieter die sogenannte Data Residency dann in einem Tarif, den ich mir betrachte, entsprechend zur Auswahl stellt, um dann eben sozusagen eine Situation zu haben, in der die Daten innerhalb Europas belassen werden und dann bräuchte ich im Grunde genommen diese Standardvertragsklausel nicht mehr? Da besteht auf jeden Fall das Risiko, was in der Rechtswissenschaften gesehen wird, dass diese ganzen Sicherheitsgesetze in Amerika auch zulassen, dass man dort die Muttergesellschaft verpflichten kann, Daten auch aus anderen Speicherplätzen herauszugeben. Das heißt, man sollte dann, wenn man die AVV vereinbart, dann halt dann dort die Sicherheitsgarantien aufnehmen, dass die Daten nicht vorschnell rausgegeben werden, dass Rechtswege erschöpft werden. Das Problem besteht halt nämlich über diese Sicherheitsgesetze, insbesondere über Cloud Act aus Amerika immer noch, dass man halt die Muttergesellschaft zwingen kann, auch Daten aus Drittstaaten außerhalb der USA herauszugeben. Und das heißt also, ich sollte die Standardvertragsklauseln auch, wenn ich jetzt eine Data Residency zum Beispiel in Europa ausgewählt habe bei einem solchen Anbieter, sollte ich trotzdem auch die Standardvertragsklauseln auch immer nochmal als zusätzliches Element auch mit abschließen? Genau, ja, das bietet sich gerade halt vor dem Hintergrund dieses Cloud Actes auch an, bieten, wie gesagt, die großen Anbieter ja auch immer standardmäßig auch
auch schon an, richtig. Es gab früher mal so ein Modell, zum Beispiel von der Telekom, die hatte dann halt so ein Treuhandmodell mit der Microsoft mit der Telekom, wo dann halt im Prinzip Telekom der Verarbeiter war und keiner an die so quasi die Brücke abgeschlagen war, wo die US wo die US-Sicherheitsbehörden rankommen konnten. Also solche Modelle gibt es aktuell nicht mehr. Vielleicht kommt das in Zukunft wieder so ein Modell, dass man halt nochmal so einen Drittanbieter noch zwischenschaltet, der nicht den USA-Gesetzen unterliegt. Und wir hatten heute Vormittag so ein Statement, das hört man durchaus auch immer mal wieder. Vielleicht kannst du da nochmal, du hast im Grunde genommen die Antwort in deinem Vortrag auch gegeben, aber um es nochmal so ganz auf den Punkt zu bringen an der Stelle. Das Statement lautet: Wenn ein europäisches Unternehmen US-Cloud-Dienste nutzen möchte, dann müssen alle Daten in der EU bleiben. Punkt. Wie gesagt, nein. Wenn man die Standard-Datenschutzklauseln abschließt mit den zusätzlichen Garantien, dann ist auch die Übertragung auch in Drittstaaten weiterhin möglich. Gut, also es war jetzt nur ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass wir da auch mit diesem Missverständnis aufräumen, dass es sozusagen in dieser absoluten Aussage schon mal eigentlich nicht korrekt ist. Nee, per se ist die Übertragung nicht ausgeschlossen. Man muss halt jetzt selber schauen, ob denn die Datenschutzklauseln auch eingehalten werden, zusätzliche Garantien, schauen, ob die in dem Vertrag sind, wenn nicht, versuchen, mit dem Anbieter nachzuverhandeln. Es ist nicht per se ausgeschlossen. Lara hat gleich auch noch eine Frage aus dem Publikum. Ich hätte aber noch eine, die sich jetzt direkt anschließt so ein bisschen. Wir haben ja den Brexit anstehen. Jetzt haben wir viel über US-Cloud-Dienste gesprochen. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe einen Anbieter aus UK. Gelten dann im Grunde genommen die gleichen Themen, die du jetzt angebracht hast? Absolut. Je nachdem, ob es jetzt ein No-Deal gibt, kann das genauso passieren, ja. Es sei denn, in der Vereinbarung mit Trumps kleinen Bruder kommt heraus, dass er weiterhin die DSGVO beachtet, dann wäre das vielleicht noch sicher. Aber wenn es da keine Vereinbarung hinsichtlich des Datenschutzes gibt, ist Großbritannien dann genauso ein Drittstaat. Okay, dann würde ich noch eine Frage aus dem Publikum gerade direkt weitergeben. Und zwar wurde die gestellt nochmal zur Folie 13. Und zwar, ab wann gilt eine Möglichkeit der Entschlüsselung als nicht gegeben? Ich weiß nicht, ob du die Folie jetzt vielleicht auch nochmal einblenden solltest. Warte mal. Falls du das jetzt, genau, ja. Die Folien sieht man noch, ne? Ja, genau, jetzt sieht man sie wieder. Wie gesagt, wenn man selbst sozusagen den Entschlüsselungscode hat und nicht an den Anbieter angibt, dass der nicht ohne weiteres einfach das Ding wieder entschlüsseln kann. Ja, also das sollte dann so sein, dass die Entschlüsselungsmöglichkeiten vielleicht nicht im Internet angeschlossen sind, vielleicht auf einem lokalen PC, wo halt keiner so an die Daten herankommt, um dann die verschlüsselten Daten dort wieder zu entschlüsseln. Ja, also Es sollten dem Importeur dort große Steine in den Weg gelegt werden, um die Entschlüsselung zu betreiben. Wir haben jetzt nochmal eine Nachfrage, die bezieht sich darauf, dass die Standardvertragsklauseln keine Gültigkeit mehr haben, insofern die Anbieter in den Anwendungsbereich des FISA 702 Acts fallen. Okay, der ist mir gerade unbekannt, müsste ich prüfen. Kann ich gerne recherchieren und dann geben Sie doch den Fragenden meine E-Mail weiter. Gib dir doch bitte den Fragenden meine E-Mail weiter. Ich würde das dann mal recherchieren. Ob das tatsächlich stimmt, kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht zu sagen, leider. Genau, da können wir nochmal einen Kontakt herstellen. Und dann gab es noch eine Frage in Richtung des konkreten Verhaltens von Google auf entsprechende Anfragen. Da verweisen wir dann aber auch an Google direkt, weil tatsächlich Wiki zwar für das Thema IT-Recht und Datenschutzrecht steht, genau. Aber ich glaube, in den Google-Antworten sozusagen da. Das ist genau. Ich arbeite nicht im Google-Universum, da habe ich keine Kenntnisse zu, wie die damit umgehen.
solche Anfragen muss man dann direkt an Google richten, richtig? Genau, sondern eine rechtliche Aufklärung erstmal, wie ist die, die aktuelle Rechtslage dort, welche Aspekte sollte man beachten. Ja, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Wir sind aufgrund der fortgeschrittenen Zeit so ein bisschen da an dem Punkt, dass wir unseren letzten Speaker des Tracks gleich begrüßen werden. Gerne. Und wir geben aber gerne da, wie gesagt, den Kontakt nochmal weiter, dass da auch eine direkte Aufklärung, nochmal das direkte Gespräch einmal mit Vicky Chada dann gesucht werden kann, aber eben natürlich auch bei Google kann da auch entsprechende Anfragen gestellt werden und dann wird die jeweils individuelle Situation betrachtet und da auch eine Klärung herbeigeführt. Ja, das heißt also auch da kann man sich zum Beispiel an uns und dann auch in Kombination mit uns auch an Google wenden, um da entsprechende Fragen dann individuell auch nochmal für die Situation zu betrachten und da Klärung mit reinzubringen. Wir haben jetzt nicht so stark auch den Aspekt anderer, vielleicht branchenspezifischer Verordnungen hier auch mit eingebracht. Da kann es ja auch noch gewisse Vorgaben geben. Da in der Hinsicht auch gerne einfach bei uns melden und dann vermitteln wir da den Kontakt, dass da jeweils der Sachverhalt aufgeklärt werden kann. Ja, dann vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, hier zu sein und ich wünsche weiterhin noch viel Spaß und alles Gute. Dankeschön, Vicky. Danke, Vicky. Alles Gute dir. Tschüss. Ciao.